Ja, servus, liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Was tun, wenn den Kindern langweilig ist? Nein, nicht wieder irgendeinen Streamingdienst anschauen. Geht doch in den Wald. Und viele Wälder haben mittlerweile sogenannte Sinnespfade. Da gehört auch ein Barfußparcours dazu. Die kosten nichts. Und es ist mal ganz interessant, wie unsere Füße, wenn sie von den Schuhen befreit sind, plötzlich den Untergrund wahrnehmen. Für die Kinder unglaubliche Erfahrung. Die werden ja von klein auf schon in die Schuhe reingezwickt. Also, das probieren wir jetzt mal aus. Höchste Zeit dazu, oder? Kommt, gehen wir mit. Auf geht's. Ja, und ihr seht, hier haben wir schon mal gepflastert. Jetzt geht's weiter über einen üblichen Waldboden, der gemulcht ist. Naja, so üblich jetzt auch nicht unbedingt. So, und gleich kommen wir zur nächsten Station. Man kann ja auch, wenn ihr mal schaut, hier ist ein Handlauf. Da können die Kinder sich festhalten und mit geschlossenen Augen das Ganze machen. So, als nächstes seht ihr, hier kommt Pflastersteine, auch das spüren die Beine, die Füße. So, jetzt geht es wieder weiter, immer eine Hand am Handlauf. Gehen die Kinder jetzt dahin. Jetzt kommt als nächstes feines Moos. Na gut, momentan ist der Sommer so trocken, da ist nicht viel über vom Moos. Auch das spüren die Füße ganz, ganz angenehm, dass das Moos sehr weich ist. Und jetzt kommt hier feiner Kiesel. Auch das ist wieder den Unterschied, den die Füße spüren, wenn man eben keine Schuhe anhat. Weiter geht's jetzt in den Barfußpark. Auch wieder ganz ein natürlicher Untergrund, nämlich Holz. Rundholz, Buchenholz aus heimischen Wäldern. So, jetzt schauen wir mal nach vorn, was da kommt. Jetzt geht's durch den Kiesel. Auch das tut den Füßen ganz gut, das ist wie eine kleine Massage. Und ihr seht selber hier auf dem gemulchten Boden, da kann nichts passieren. Hier sind auch die Leute rücksichtsvoll. Hier wirft keiner eine Glasscherbe hin, so jetzt sind wir beim nächsten. Das sind jetzt eben hier Fichtenzapfen, sagt ja eine Tannenzapfen, die schauen anders aus. Und weiter geht unsere Tour. Jetzt kommen ganz, ganz grobe Flusskiesel. Auch eine interessante Erfahrung für die nackten Füße. Ja, und schon sind wir am Ziel von unserem Barfußpark. Ja, meine Lieben, ihr seht selber, es ist ein richtiges Abenteuer, auch für die Erwachsenen, mit geschlossenen Augen an diesen Sinnespfad entlang zu gehen und sich einfach mal nur auf die Füße zu verlassen, die mal nicht in den Schuhen stecken. Eine tolle Erfahrung und kostenlos. Das ist doch auch ganz schön. Ja, weitere tolle Ideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne zum YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns am besten hier sehen, nämlich draußen. Also, raus mit euch, Computer aus, macht's gut. Fertig, servus, euer Olli.